Herzlich willkommen zum Speech Trophy Finale 2010. Willkommen beim Du hast die Macht Projekt. Du hast die Macht, ja, was ist eigentlich Du hast die Macht? Guckt euch mal um, denn jeder von euch hat die Macht, irgendwas zu bewegen, irgendwas in Gang zu setzen. Bei Du hast die Macht geht es darum, einfach Jugendlichen zu zeigen, dass Politik gar nicht so langweilig ist, wie es immer dargestellt wird. Und dass Politik auch euch was angeht, auch wenn ihr noch zum Teil noch gar nicht wählen gehen könnt. Also, ich bitte die fünf Finalkandidaten mal einmal auf die Bühne. Ich heiße Lili Schöttle, ich bin 20 Jahre alt und ich lebe in Berlin. Hi, ich bin Zora, ich bin 17 Jahre alt und auch aus Berlin. Daniel, 25 und aus der Nähe von Paderborn. Mein Name ist Wichar Maat und ich komme von der Insel Rügen, bin 27 Jahre alt. Dies über alles sei dir selber treu und daraus folgt, so wie die Nacht dem Tage, du kannst nicht falsch sein gegen irgendwen. William Shakespeare hat es geschrieben. Bertolt Brecht behauptet nämlich genau das Gegenteil und damit kann man sagen, Brecht gegen Shakespeare. Und im Stück Der gute Mensch von Sichuan geht es darum, dass ein guter Mensch in einer schlechten Welt nicht überleben kann, egal wie ehrlich und aufrichtig er ist. Tja, was wir uns nun fragen müssen, ist Folgendes. Ist unsere Welt eine Welt, die gute Menschen dazu zwingt, schlecht zu sein? Kannst du dir überhaupt noch treu sein in dieser Welt? Ich will es, wie es sein, mal weiß, dass das Deutschland... Ich kann es nicht verstehen, Deutschland baut die Mauer wieder auf. Im TV läuft Big Brother, Frau Bauer sucht Frau. Kann es nicht verstehen, anstatt sich mit einem Job einzufügen, gehen sie lieber in die U-Bahn, ein Opfer verprügeln. Kann es nicht verstehen, wo ist die kleine Madeline draußen, wenn die Bahn heute nicht kommt? Lass uns Flatrate saufen. Und warum nicht für Ben und doch für Knut bezahlen? Anstatt eine Lösung sucht Deutschland den Superstar. Ich habe es oft schon überlegt und angesichts der zunehmenden Bedrohungen in den letzten Jahren erscheint es mir außerordentlich ratsam, wenn nicht gar zwingend notwendig, Maßnahmen zu meiner eigenen Sicherheit zu ergreifen. Nun setzt dieses Ziel aber voraus, dass man dem Unglück, jenem böswilligen, allseits ungeliebten Kind des Schicksals, möglichst wenig Fläche bietet. Natürlich wäre die Lebensqualität gewissen Einschränkungen unterworfen. Auf jegliche Verkehrsmittel müsste ich verzichten und sei es noch nicht einmal zum Schutz vor Attentaten, sondern nur vor der schlechten Laune, die der Otto-Normal-Selbstmörder auf den Schienen verbreitet. Doch ich lieg zurück, lass Gnade walten, sag mir, wie soll ich schaffen, Schritt mit dir zu halten? Wenn ich dich haben kann, dann will ich keinen. Du bist die eine für mich. So, das waren die fünf Kandidaten. Wir haben noch einen kleinen Musikact für euch. Das ist Prinz von Berlin und Miss Sophie mit dem Lied Paradise. Auf die Modenschau, da schauen wir stundenlang auf den Sonnenuntergang. Badenixen, die im Hafen sitzen und die letzten Cocktails mixen. Wie schnell der Tag verfliegt im Paradies. Dann bitte ich alle Kandidaten nochmal auf die Bühne. Also, ich fange von hinten an. Ich mache es auch kurz und schmerzlos. Der dritte Platz geht an Daniel. Cooler Auftritt, coole Leute, Party gemacht, Spaß gehabt, auf jeden Fall geil. Und eine Komparsenrolle in Fleming gewonnen, auf jeden Fall, ne, im ZDF. Und Nummer zwei, Lilly. Herzlichen Glückwunsch. Ich habe also versucht, das Humorvolle möglichst gut rüberzubringen und es hat auch an einzelnen Stellen ganz gut geklappt. Und ich hätte es auch ein kleines bisschen besser machen können. Also muss ich jetzt von mir aus sagen, weil ich weiß, wie ich auch sonst es rübergebracht habe. Aber ich war insgesamt zufrieden. Also es war solide. Der erste Platz geht an Zora. Hier, bitte überreiche den Pokal. Die Speech Trophy an Zora. Und das ist noch nicht genug. Ich habe auch noch was für dich. Ich habe eine Komparsenrolle bei
ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Herzlichen Glückwunsch dafür. Ja, es war auf jeden Fall aufregend. Ich habe noch nie an so etwas teilgenommen und ich bin auch eher so der hinter den Kulissen ist und uns die Reden schreibt, aber nicht vorträgt. Ich bin nicht so der Redner-Typ. Also nochmal wahnsinns großen Applaus an die Kandidaten, an die Initiatoren des ganzen Projekts. Danke, dass ihr hier wart. Ich wünsche euch noch einen wundervollen Tag auf der U. Habt Spaß. Ciao. Also ich fand super, wie die heute die fünf Kandidaten ihre Rede gehalten haben. Richtig mutig von denen. Das traut sich nicht jeder, mal gegen den Strom zu schwimmen, Mut zu haben, zu sagen, was man denkt. Und man eckt natürlich immer an. Das finde ich gut. Ich werde weiterhin das Projekt unterstützen. Ich werde mich weiterhin engagieren für Jugend, für Jugendarbeit, dass da was passiert. Denn hey, wir sind die Zukunft von Deutschland, oder nicht?